Eines Nachts, in längst vergangenen Zeiten, erwachte der Mensch und sah sich selbst. Er sah, dass er nackt war, unter dem Kosmos unbehaust in seinem eigenen Körper. Alles löste sich auf vor seinen prüfenden Gedanken. Wunder über Wunder, Schrecken über Schrecken erkannte er durch seinen Geist. Da erwachte auch das Weib und sprach, es sei an der Zeit hinauszugehen und Beute zu machen. Und er ergriff seinen Bogen, die Frucht der Vermählung von Geist und Hand, und er ging hinaus unter die Sterne. Als aber die Tiere an ihre Wasserlöcher kamen, wo er sie aus alter Gewohnheit erwartete, da fühlte er nicht mehr den Tigersprung in seinem Blut, sondern ein großes Klagelied über die Leidensbruderschaft zwischen allem, was lebt. An diesem Tag kam er nicht mit Beute nach Hause, und als sie ihn beim nächsten Neumond fanden, saß er tot am Wasserloch. Was war geschehen? Ein Bruch der Lebenseinheit, ein biologisches Paradox, eine Ungeheuerlichkeit, eine Absurdität, eine Hypertrophie katastrophaler Natur. Das Leben war über das Ziel hinausgeschossen und hatte sich selbst gesprengt. Eine Art war zu stark bewaffnet worden. Ihr Geist machte sie nicht nur nach außen hin allmächtig, er gefährdete in gleichem Maß ihr eigenes Wohlergehen. Ihre Waffe war wie ein Schwert ohne Griff und Heft, eine zweischneidige Klinge, die alles spaltet. Doch wer sie gebrauchen will, muss die Schneide umgreifen und die eine Spitze gegen sich selbst wenden. Trotz seiner neuen Sicht war der Mensch noch immer im Stoff verwurzelt. Seine Seele war darin eingesponnen und seinem blinden Gesetz unterworfen. Aber gleichzeitig konnte er den Stoff als Fremder betrachten, konnte sich anderen Phänomenen gleichsetzen, seine eigenen vitalen Prozesse durchschauen und einordnen. Er kommt zur Natur wie ein ungebetener Gast, vergebens reckt er seine Arme aus und bittet auf Knien wieder vereint zu werden mit dem, was ihn geschaffen hat. Die Natur antwortet nicht mehr. Sie tat am Menschen ein Wunder, aber seither kennt sie ihn nicht mehr. Er hat sein Heimatrecht im Universum verloren, vom Baum der Erkenntnis gegessen und ist ausgestoßen aus dem Paradies. Er ist mächtig in der nahen Welt, aber er verflucht seine Macht, denn er hat sie mit der Harmonie seiner Seele erkauft, seinem Zustand der Unschuld mit dem Burgfrieden im Schoß des Lebens. So steht er da, mit seinen Gesichten vom All verraten, in Verwunderung und in Angst. Auch das Tier kannte die Angst, im Gewitter und unter der Pranke des Löwen. Doch der Mensch bekam Angst vor dem Leben selbst, ja sogar vor seinem eigenen Wesen. Leben, das war für das Tier die Muskeln spielen zu fühlen, Brunst und Spiel, Kampf und Hunger und sich am Ende dem Gesetz des Selbstverständlichen zu unterwerfen. Das Leiden ist beim Tier auf sich selbst begrenzt. Für den Menschen ist es der Einbruch der Angst vor der Welt und Verzweiflung am Leben. Schon zu Beginn der Fahrt auf dem Fluss des Lebens erfüllt der Sturzfall des Todes mit seinem Brausen das Tal immer näher und vergelt die Reisefreude. Der Mensch blickt über den Erdball, und der atmet wie eine große Lunge. Atmet er aus, dann strömt das köstliche Leben aus allen Poren und streckt die Arme der Sonne entgegen. Atmet er aber ein, dann geht ein Stöhnen des Zerfalls durch das Gewimmel und die Leichen peitschen auf die Erde wie Hagelschauer. Nicht nur seinen eigenen Tag sah er, sondern vor seinem Blick tat sich die Scholle der Friedhöfe auf, und der Jammer versunkener Jahrtausende heulte ihm aus den Mündern grässlich verwester Gestalten entgegen, die erdgewordenen Träume der Mütter. Der Vorhang der Zukunft zerriss und zeigte ihm einen Albtraum endloser Wiederholungen, ein zweckloses Gebräu organischen Stoffs. Durch die Pforte des Mitleids hält das Leiden von Milliarden Menschen seinen Einzug in ihn. Von allem, was geschieht, schallt ihm ein Hohngelächter über seine Forderung nach Gerechtigkeit, seinem höchsten ordnenden Prinzip entgegen. Er sieht sich selbst im Mutterleib entstehen, er hält seine Hand zum Himmel, und sie hat 5 Strahlen. Woher diese teuflische 5-Zahl, und was hat sie mit meiner Seele zu tun? Er ist sich selbst nicht mehr selbstverständlich, er betastet seinen Leib mit höchstem Entsetzen. Das bist du, und bis hierher reichst du und nicht weiter. Er trägt eine Mahlzeit in sich, die gestern ein Tier gewesen war, und jetzt sauge ich es auf und mache es zu einem Teil meiner selbst. Und wo beginne ich und wo höre ich auf? Die Dinge ketten sich zusammen in Ursache und Wirkung,
und alles, was er greifen will, löst sich auf vor dem prüfenden Gedanken. Bald sieht er nur noch Mechanik, sogar in dem, was ihm bisher wert und teuer war, im Lächeln der Geliebten. Es gibt auch andere Arten von Lächeln, zum Beispiel das eines zerrissenen Stiefels mit Zehen. Zum Schluss sind die Eigenschaften der Dinge nur Eigenschaften seiner selbst. Nichts existiert ohne ihn selbst. Alle Dinge wenden sich zurück zu ihm selbst. Die Welt ist nur ein gespenstisches Echo seiner eigenen Stimme. Mit lautem Schreien springt er auf und will sich selbst auf die Erde speien. Zusammen mit seiner unreinen Mahlzeit. Er fühlt den Wahnsinn kommen und will den Tod suchen, bevor er noch die Fähigkeit dazu verliert. Aber wie er vor dem Tod steht, als dem unmittelbar Nächsten, da erfasst er auch das Wesen des Todes und die kosmische Gewalt in dem Schritt, den er sich angeschickt hat zu tun. Seine schöpferische Fantasie sieht neue, fürchterliche Möglichkeiten hinter dem Vorhang des Todes und er erkennt, dass es selbst bei ihm keine Zuflucht gibt. Und jetzt werden ihm die Umrisse seiner biologisch-kosmischen Situation deutlich. Er ist ein wehrloser Gefangener des Universums. Er wird aufbewahrt, um namenlosen Möglichkeiten anheimzufallen. Von diesem Augenblick an befindet er sich in einem Zustand chronischer Panik. Ein solches kosmisches Panikgefühl ist fundamental in jedem menschlichen Bewusstsein. Die Art scheint zum Untergang bestimmt zu sein, indem jede effektive Maßnahme zur Bewahrung und Fortsetzung des Lebens ausgeschlossen ist, solange die gesamte Aufmerksamkeit und Energie des Individuums dazu gebraucht wird, die katastrophale Hochspannung in seinem eigenen Innern auszuhalten oder abzureagieren. Dass eine Art durch die Überentwicklung einer einzelnen Fähigkeit lebensuntüchtig wird, ist eine Tragödie, die nicht nur den Menschen getroffen hat. So meint man zum Beispiel zu wissen, dass gewisse Hirsche in paläontologischer Zeit untergingen, weil ihr Geweih zu groß geworden war. Mutationen arbeiten blind, sie treten auf und wirken ohne Interessenkontakt mit dem Milieu. In Zuständen der Depression kann das Bewusstseinserlebnis mit einem solchen Geweih verbildlicht werden, das, trotz all seiner fantastischen Pracht, seinen Träger zu Boden zwingt. Warum ist das Menschengeschlecht da nicht schon längst unter großen Wahnsinnsepidemien ausgestorben? Warum gehen nur vergleichsweise wenige Individuen zugrunde, weil sie den Druck des Lebens nicht aushalten? Weil ihnen die Erkenntnis mehr gibt, als sie ertragen können? Sowohl die Kulturgeschichte als auch die Beobachtung von uns selbst und von anderen liefert die Grundlage für folgende Antwort. Die meisten Menschen lernen, sich zu retten, indem sie künstlich ihren Bewusstseinsinhalt reduzieren. Hätte der Riesenhirsch in passenden Abständen die äußersten Spitzen seines Geweihs abgebrochen, wäre ihm vielleicht noch eine gewisse Zeit vergönnt gewesen. Zwar sicher fiebernd und unter ständigem Schmerz, im Verrat an seiner zentralen Idee, an dem Kern seiner Eigentümlichkeit, war er doch durch die Schöpfung zum Geweihträger unter den Tieren der Erde berufen. Was er an verlängertem Dasein gewonnen hätte, wäre an Sinn, an Lebenserhöhung verloren. Eine Fortsetzung ohne Hoffnung also. Ein Drängen nicht hinauf der Bestätigung entgegen, sondern über die dauernd sich erneuernden Ruinen der Bestätigung hinaus. Ein selbstzerstörerischer Wettlauf mit dem heiligen Willen des Blutes. Die Entität von Lebensziel und Untergang ist, sowohl für den Menschen wie für den Riesenhirsch, das tragische Paradox des Lebens. In hingebender Bejahung trug der letzte Cervus Giganticus das Kennzeichen seines Geschlechts weiter bis zum Sturz. Der Mensch rettet sich und existiert weiter. Er vollzieht, um einen gängigen Ausdruck in erweiterter Bedeutung zu benutzen, eine mehr oder weniger bewusste Verdrängung seines schädlichen Bewusstseinsüberschusses. Dieser Prozess vollzieht sich praktisch ununterbrochen, solange wir wach und wirksam sind und es die Voraussetzung für soziale Anpassung und überhaupt das, was gemeinhin als gesunde und normale Lebensführung bezeichnet wird. Die Psychiatrie arbeitet noch unter der Prämisse, dass das Gesunde und Lebenstüchtige den höchsten persönlichen Werten gleichzusetzen sei. Depression, Lebensangst, Nahrungsverweigerung und anderes gelten ausnahmslos als Kennzeichen eines pathologischen, kranken Zustandes und werden dementsprechend behandelt. In einer Reihe von Fällen sind diese Phänomene jedoch Ausdruck eines tieferen und unmittelbareren Empfindens des Lebens, bittere Früchte jener Genialität des Denkens und Fühlens,
die die Wurzel antibiologischer Tendenz sind. Nicht die Seele ist krank, sondern der Schutzmechanismus, der entweder versagt oder der abgewiesen wird, weil er richtig als Verrat an der höchsten Fähigkeit des Ichs empfunden wird. Das gesamte Leben, wie wir es heute vor uns sehen, ist mit Verdrängungsmechanismen durchwoben, sozial und individuell. Wir können sie bis in die gewöhnlichsten Formeln des täglichen Lebens verfolgen. Sie bieten eine bunte, unüberschaubare Vielfalt, aber es scheint doch berechtigt, auf jedenfalls vier Haupttypen hinzuweisen, die natürlich in allen möglichen Kombinationen vorkommen: Isolation, Verankerung, Distraktion und Sublimation. Unter Isolation verstehe ich hier eine völlig willkürliche Zurückweisung störender und destruktiver Gedanken und Gefühle durch das Bewusstsein. Engström sagt, man soll nicht denken, das verwirrt lediglich. Voll entwickelt und fast in Form einer Brutalisierung kann man sie bei gewissen Ärzten beobachten, die aus Gründen des Selbstschutzes nur die technische Seite ihrer Profession sehen. Sie kann auch zur reinen Vulgarisierung ausarten, zum Beispiel beim gewöhnlichen Pöbel oder bei Medizinstudenten, die jedes Mitgefühl für die tragischen Seiten des Lebens durch Kaltblütigkeit auszuschließen versuchen. Im täglichen Zusammenleben zeigt sich die Isolation in einer allgemeinen Übereinkunft gegenseitigen Verschweigens. Zuerst den Kindern gegenüber, damit sie sich nicht schon zu Anfang über das Leben entsetzen, das sie eben erst begonnen haben, sondern ihre Illusionen bewahren können, bis sie es ertragen, sie zu verlieren. Zum Ausgleich dürfen die Kinder die Erwachsenen nicht mit unpassenden Anspielungen auf Geschlecht, Exkremente und Tod belästigen. Unter den Erwachsenen gelten die Regeln des guten Tons, deren Mechanismus sich offen manifestiert, wenn ein Mann, der auf der Straße weint, mit Hilfe der Polizei entfernt wird. Auch der Verankerungsmechanismus ist von früher Kindheit an in Funktion. Die Eltern, das Elternhaus, die Straße werden für das Kind selbstverständlich und geben ihm das Gefühl der Geborgenheit. Dieser Kreis von Erlebniswerten ist der erste und vielleicht geglückteste Schutz vor Kosmos, den wir in unserem ganzen Leben kennenlernen, und darin liegt zweifellos auch eine Erklärung für die viel beschriebene infantile Bindung. Die Frage, inwieweit diese auch sexuell betont ist, spielt in diesem Zusammenhang keine Rolle. Wenn das Kind später entdeckt, dass diese Haltepunkte ebenso zufällig und vergänglich sind wie alle anderen, erlebt es eine Krise von Ratlosigkeit und Angst und sieht sich umgehend nach einem neuen Ankerpunkt um. Im Herbst beginne ich an der Mittelschule. Wenn der Wechsel aus irgendeinem Grunde nicht gelingt, kann die Krise entweder einen tödlichen Ausgang nehmen oder es tritt, wie ich es nennen möchte, ein Verankerungskampf ein. Man hält an seinen toten Werten fest und verbirgt so gut wie möglich vor sich selbst und anderen, dass sie defekt sind, dass man seelisch insolvent ist. Die Folgen sind eine permanente Unsicherheit, Minderwertigkeitsgefühl, Überkompensation, Nervosität. Gewisse Kategorien dieser Zustände sind Gegenstand psychoanalytischer Behandlung mit dem Ziel, neue Verankerungen vorzunehmen. Man könnte die Verankerung als eine Festlegung von Punkten innerhalb des liquiden Bewusstseinschaos bezeichnen oder als die Errichtung von Mauern darum herum. Gewöhnlich geschieht dies unbewusst, aber es kann auch mit vollem Bewusstsein geschehen. Gemeinnützigen Verankerungen wird Sympathie entgegengebracht. Wer sich für seine Verankerung, also die Firma oder eine Sache, ganz opfert, wird als nachahmenswertes Beispiel dargestellt. Er hat ein starkes Bollwerk gegen die Lebensauflösung errichtet und auf suggestive Weise werden dadurch die anderen Nutznießer seiner Stärke. In brutalisierter Form, als bewusste Handlung, kann man sie bei abgleitenden Lebemännern finden. Man sollte bei Zeiten heiraten, dann kommen die Schranken von selbst. Hier konstituiert man eine Notwendigkeit in seinem Leben, nimmt freiwillig ein nach eigener Auffassung offenbares Übel auf sich, bekommt aber dafür eine Stütze für seine Nerven, einen hochkantigen Behälter für ein nach und nach verklumpt gewordenes Lebensgefühl. Ibsen zeigt mit Hjalmar Ekdal und Kandidat Mollvig
blühende Beispiele dafür. Es ist kein Unterschied zwischen ihrer Verankerung und der Stützen der Gesellschaft, außer dass ersteres unfruchtbar in praktisch-ökonomischem Sinn ist. Jede Kultureinheit ist ein großes, abgerundetes Verankerungssystem, das übertragenen Grundpfeilern den fundamentalen Kulturgedanken errichtet ist. Dem Durchschnittsmenschen genügen die kollektiven Tragpfeiler, die Persönlichkeit baut für sich selbst. Der Charaktermensch hat sein Bauen mehr oder weniger auf der Grundlage der ererbten kollektiven Hauptträger abgeschlossen. Gott, Kirche, Staat, Moral, Schicksal, Lebensgesetz, Volk oder Zukunft. Je näher sich ein Verankerungsglied bei einem der Grundpfeiler befindet, desto gefährlicher ist es, daran zu rühren. In der Regel baut man hier durch Gesetze und Strafandrohungen einen direkten Schutz ein, Inquisition oder Zensur. Die Belastbarkeit eines jeden Gliedes ist abhängig davon, dass eine fiktive Natur noch nicht durchschaut ist, oder aber auch, dass es, obwohl es analysiert ist, als notwendig anerkannt wird. Wie der Religionsunterricht an den Schulen, der auch von Atheisten aufrechterhalten wird, weil sie kein anderes Mittel sehen, die Schüler zu sozialen Verhaltensformen zu erziehen. Wenn nach und nach von Einzelpersonen die Fiktion oder Verzichtbarkeit einer Verankerungskette eingesehen wird, werden diese versuchen, sie durch eine neue zu ersetzen. Und hieraus ergibt sich der gesamte Geistes- und Kulturkampf, der zusammen mit dem ökonomischen Wettbewerb den dynamischen Inhalt der Weltgeschichte ausmacht. Das Begehren von materiellen Gütern, Macht beispielsweise, hat seine Ursache nicht so sehr in dem direkten Genuss, den der Reichtum ermöglicht. Keiner kann auf mehr als einem Stuhl sitzen und sich mehr als satt essen. Der Wert eines Vermögens liegt eher darin, dass er seinem Besitzer eine große Auswahl an Verankerungs- und Distraktionsmöglichkeiten zur Verfügung stellt. Sowohl für die kollektiven wie die individuellen Verankerungssysteme gilt, dass, wenn ein Glied zerreißt, eine Krise eintritt, die umso ernster ist, je näher sich das Glied bei den tragenden Grundpfeilern befindet. In den inneren Kreisen, im Schutz der äußeren vorgeschobenen Befestigungswerke, treten solche Krisen täglich auf und verlaufen verhältnismäßig schmerzlos. Hier kann man sogar ein Spiel mit den Verankerungswerten beobachten. Aber bei diesem Spiel kann es leicht geschehen, dass man ein Loch in den Boden schlägt und die Situation verändert sich unversehens von Munterkeit zum Makaberen. Die Daseinsangst starrt uns in die Augen und wir ahnen in einem tödlichen Hauch, dass unser Geist an seinem eigenen dünnen Gespinst schwebt und darunter eine Hölle lauert. Die eigentlichen Grundpfeiler auszutauschen gelingt selten, ohne dass schwere soziale Kämpfe oder die Gefahr totaler Auflösung die Folge sind. Reformation, Revolution. In solchen Zeiten sind die Individuen stärker auf ihre eigene Verankerungsfähigkeit angewiesen und die Anzahl derer, denen dies misslingt, nimmt zu. Depression, Ausschweifung, Suizid sind die Folge. Deutsche Offiziere nach dem Krieg, chinesische Studenten nach der Revolution. Eine andere Schwäche des Systems ist eine Folge davon, dass man an den verschiedenen Gefahrenfronten oft ganz verschiedenartige Tragebalken errichten muss. Wenn dann jeder einzelne von diesen logisch überbaut wird, resultiert daraus schließlich eine Kollision inkommensurabler Gefühls- und Denkansätze. Durch diese Spalten hindurch kann die Verzweiflung eindringen. In solchen Fällen kann ein Mensch von Destruktionszwang besessen werden. Er entledigt sich des gesamten künstlichen Lebensapparates und beginnt, mit wollüstigem Grauen reinen Tisch zu machen. Das Gefühl des Grauens ist die Folge des Verlustes aller wärmenden Lebenswerte und das der Wollust die Folge der jetzt rücksichtslosen Identifizierung und Harmonie mit dem tiefsten Geheimnis unseres Wesens, die biologischen Unhaltbarkeit der ständigen Disposition zum Untergang. Wir lieben die Verankerung, weil sie uns retten, aber wir hassen sie auch, weil sie unser Freiheitsgefühl einengen. Wenn wir uns stark genug dazu fühlen, ist es uns deshalb ein Vergnügen, zusammenzukommen und einen abgelebten Wert mit Musik zu Grabe zu tragen. Materielle Gegenstände bekommen hier symbolische Bedeutung. Wenn ein Mensch alle seine Verankerungen, die er erkennen konnte, zerstört hat,
nur noch die Unbewussten übrig sind, dann bezeichnet er sich als eine freie Persönlichkeit. Ein sehr beliebter Schutzmechanismus ist die Distraktion. Man hält die Aufmerksamkeit innerhalb einer kritischen Grenze, indem man sie unablässig durch neue Eindrücke von außen fesselt. Die Distraktion ist schon in der Kindheit typisch. Ohne Ablenkung ist auch das Kind sich selbst unerträglich. Mutter, was soll ich jetzt tun? Ein kleines Mädchen auf Besuch bei seinen Tanten kommt aus seinem Zimmer und sagt, was geschieht jetzt? Die Zimmermädchen werden zu Virtuosen. Schau, der Hund dort. Siehst du, dort ist das Schloss. Das Phänomen ist zu bekannt, um näher beschrieben werden zu müssen. Die Distraktion ist die Lebenstaktik der Sozietät. Sie kann mit einer Flugmaschine verglichen werden. Aus Materie gebaut, die eine gewisse Schwerkraft hat, aber mit einem Prinzip in sich, das sie in der Luft hält, solange sie funktioniert. Sie muss immer in Bewegung sein, weil die Luft sie nur dann tragen kann. Der Pilot kann abgestumpft sein und sich durch die Gewohnheit sicher fühlen, aber sobald der Motor aussetzt, ist die Krise akut. Die Taktik ist ganz oft bewusst. Die Verzweiflung kann unmittelbar unter der Oberfläche liegen und mit einem plötzlichen Schluchzen hervorbrechen. Wenn alle Distraktionsmöglichkeiten ausgeschöpft sind, tritt der Spleen ein, der von gelangweilter Gleichgültigkeit bis zur tödlichen Depression reicht. Die Frau, die im Übrigen weniger erkenntnisbereit ist als der Mann und daher ein geborgeneres Lebensgefühl hat, greift vorzugsweise zur Distraktion. Ein wesentliches Übel der Freiheitsstrafe ist der Entzug fast aller Distraktionsmöglichkeiten. Weil auch die Bedingungen für eine Rettung auf andere Weise schlecht sind, wird sich der Gefangene in der Regel in unmittelbarer Nähe der Verzweiflung befinden. Die Handlungen, die er dann begeht, um das letzte Stadium abzuwehren, beziehen ihre Berechtigung aus dem vitalen Prinzip an sich. In einem solchen Augenblick erlebt er seine Seele im All und es existiert kein anderes Motiv als die kategorische Unerträglichkeit des Zustandes. In rein Kultur kommt die Lebenspanik vermutlich nicht oft vor. Die Schutzmechanismen sind nämlich so kompliziert und automatisiert, dass sie sich zu einem gewissen Grad jederzeit geltend machen. Aber auch die Nachbargefilde der Panik sind durch den Tod gekennzeichnet. Hier kann das Leben gerade noch und unter schwersten Anfechtungen ertragen werden. Immer zeigt sich der Tod als ein Ausweg. Man unterlässt es, die diesseitigen Möglichkeiten wahrzunehmen, und weil auch der Tod als Erlebnis davon abhängt, wie man ihn empfindet und sieht, kann er als Lösung recht akzeptabel sein. Wenn es dann noch gelingt, in statu mortis eine Positur zu wahren, also eine letzte Verankerung oder eine letzte Distraktion, dann ist dieses Schicksal nicht das Schlechteste. Die Zeitungen, die hier zur Abwechslung den Verschweigungsmechanismen dienen, wissen immer Gründe zu finden, die nicht beunruhigen. Man nimmt an, dass der letzte Kursfall an der Weizenbörse und so weiter. Wenn ein Mensch sich in Depression das Leben nimmt, dann ist das ein natürlicher Tod mit seelischen Ursachen. Die moderne Barbarei, Selbstmörder zu retten, beruht auf einem haarsträubenden Missverständnis des Wesens unseres Daseins. Nur für einen begrenzten Teil der Menschheit genügt die reine Veränderung, sei es Arbeit, sozialer Umgang oder Vergnügen. Der Geistesmensch stellt die Forderung, dass die Veränderungen einen Zusammenhang, eine Richtung, Progression haben. Nichts Endliches kann auf die Dauer zufriedenstellen. Man geht ständig weiter, sammelt Wissen, macht Karriere. Man kann das Phänomen als Streben oder grenzüberschreitende Tendenz bezeichnen. Wenn ein Ziel erreicht ist, strebt man dem nächsten zu. Es zählt also nicht das Ziel selbst, sondern dessen Erreichung, nicht die absolute Höhe, sondern der Steigungsgrad der Lebenskurve. Die Beförderung vom Gefreiten zum Korporal hat vielleicht größeren Erlebniswert als die vom Oberst zum General. Dieses psychologische Grundgesetz entzieht jedem Fortschrittsoptimismus die Grundlage. Charakteristisch für menschliches Streben
ist nicht nur das Streben auf etwas zu, sondern im gleichen Maß die Flucht vor etwas. Gebraucht man das Wort im religiösen Sinn, dann ist Letzteres das einzig Mögliche. Denn niemand hatte je eine klare Vorstellung davon, wohin sein religiöses Sehnen eigentlich strebt. Jeder ist sich aber herzlich klar darüber, wohin er sich wegsehnt, nämlich dem ödischen Jammertal, das heißt, seiner eigenen unaushaltbaren Lebenssituation. Wenn die Empfindung dieser Unaushaltbarkeit, wie oben ausgeführt, die tiefste Schicht der Seele darstellt, dann ist auch erklärlich, warum religiöses Streben als fundamental empfunden und aufgefasst wird. Die Hoffnung, dieses religiöse Streben sei ein göttliches Kriterium und beinhalte das Versprechen, sich selbst zu bestätigen, erscheint aber nach diesen Betrachtungen in einem zweifelhaften Licht. Das vierte Mittel gegen die Panik, die Sublimation, ist eher eine Verwandlung als eine Verdrängung. Mit Hilfe stilistischer oder künstlerischer Mittel kann der Lebensschmerz in bestimmten Fällen in Erlebniswerte umgesetzt werden, wobei seine malerischen, dramatischen, heroischen, lyrischen, ja komischen Aspekte zu neuen Zwecken verwendet werden. Eine solche Verwandlung kann jedoch nur zustande kommen, wenn das Leiden zuvor schon auf andere Weise seinen schlimmsten Stachel verloren hat und das Bewusstsein noch nicht vollkommen beherrscht. Bildlich: Der Bergsteiger genießt nicht den Blick in den Abgrund, solange ihm vor Schwindel übel ist. Erst wenn er dieses Gefühl einigermaßen überwunden hat, wagt er den Blick zu genießen, in Verankerung. Um eine Tragödie schreiben zu können, muss man sich zuerst zu einem gewissen Grad von dem tragischen Gefühl befreien, es verraten, um es von einem außerhalb liegenden Gesichtspunkt, zum Beispiel einem ästhetischen, betrachten zu können. Hier bietet sich im Übrigen Gelegenheit zu dem wildesten Rundtanz durch ständig neuironische Oberinstanzen in einem Circulus Vitiosus peinlichster Art. Hier kann man in zahlreichen Revieren eine Treibjagd auf das eigene Ich veranstalten und die Fähigkeit der Bewusstseinsschichten, sich gegenseitig auszulöschen, voll auskosten. Der vorliegende Artikel ist ein typischer Versuch der Sublimation. Der Verfasser leidet nicht. Er beschreibt Seiten, die publiziert werden sollen. Das Martyrium einsamer Damen ist auch eine Art von Sublimation. Sie gewinnen dadurch an Bedeutung. Trotzdem ist wohl die Sublimation der am wenigsten verbreitete der hier besprochenen Schutzmechanismen. Ist es für primitive Naturen möglich, ohne alle diese Verkrampfungen und Winkelzüge auszukommen und in Harmonie mit sich selbst, in ungestörter Schaffens- und Liebesfreude zu leben? Soweit sie die Bezeichnung Mensch verdienen, glaube ich, dass man die Frage mit Nein beantworten muss. Über die Naturvölker ist lediglich zu sagen, dass sie dem schönen biologischen Ideal ein bisschen näher stehen als wir Nicht-Naturvölker. Auch wir haben bisher die Mehrzahl unserer Artgenossen durch alle Stürme retten können, aber nur mit Hilfe jener Eigenschaften unserer Natur, die wenig oder nur mäßig entwickelt sind. Das positive Fundament ist dabei die den Umständen angepasste Anwendung der körperlichen und der biologisch dienstbaren seelischen Energie unter eben den Schwierigkeiten, die die Folge unserer begrenzten Sinne sind, der Schwäche unseres Körpers und der Notwendigkeit, für Lebensunterhalt und Liebe arbeiten zu müssen. Und in eben dieser begrenzten Zone des Glücks zwischen den Fronten haben zunehmende Zivilisation, Technik und Standardisierung einen verderblichen Einfluss, indem ein ständig größerer Teil der Erkenntnisfähigkeit überflüssig wird, tritt eine wachsende seelische Arbeitslosigkeit ein. Der Wert eines technischen Fortschritts für den Lebensbetrieb insgesamt muss danach beurteilt werden, inwieweit er der Menschheit eine gesteigerte seelische Beschäftigungsmöglichkeit verschafft. Die Grenzen sind unscharf, aber die ersten Schneidewerkzeuge können vielleicht als Beispiele einer solchen positiven Erfindung angesehen werden. Jede andere technische Erfindung hat keinen Lebenswert für andere als den Erfinder selbst. Sie ist Ausdruck eines groben und rücksichtslosen Diebstahls an der Erlebnisreserve der gesamten Menschheit und sollte eigentlich mit der strengsten Strafe belegt werden,
wenn sie gegen das Veto der Zensur veröffentlicht wird. Eines unter vielfältigen anderen Verbrechen dieser Art ist der Gebrauch von Flugmaschinen bei der Erforschung unbekannter Gegenden. Mit einem einzigen vandalischen Zugriff vernichtet man auf diese Weise reiche Erlebnismöglichkeiten, die einer Vielzahl von Menschen hätten zugutekommen können, indem jeder von ihnen unter Mühen den ihm billigerweise zukommenden Teil erworben hätte. Die gegenwärtige Phase der chronischen Fieberkrankheit des Lebens wird vor allem durch die Verhältnisse geprägt, die ihm berührt wurden. Der Mangel an natürlicher, biologisch fundierter seelischer Arbeit zeigt sich unter anderem in der verstärkten Flucht in die Distraktion. Die Bedingungen der Verankerung sind schlechter geworden. Alle ererbten kollektiven Verankerungssysteme sind von Kritik durchlöchert und Angst, Ratlosigkeit und Verzweiflung halten ihren Einzug. Kommunismus und Psychoanalyse, so inkommensurabel sie im Übrigen sein mögen, beide versuchen noch einmal mit neuen Hilfsmitteln den alten Ausweg zu variieren, entweder mit Gewalt oder mit List, den Menschen biologisch brauchbar zu machen, indem sie den kritischen Erkenntnisüberschuss abwürgen. Die zugrunde liegende Idee ist bei beiden von unheimlicher Logik, aber auch dieses Mal kann sie nicht zu einer endgültigen Lösung führen. Eine bewusste Degeneration auf eine tiefere und glücklichere Lebensstufe würde natürlich die Spezies im Handumdrehen retten können, aber ihrem Wesen nach kann sie sich nicht mit einer solchen Resignation abfinden oder überhaupt zur Ruhe kommen. Verfolgen wir diese Betrachtung bis zu ihrem bitteren Ende, dann ist das Ergebnis zweifelsfrei. Solange die Menschheit in dem schicksalsschwangeren Irrtum verharrt, biologisch zum Sieg bestimmt zu sein, wird nichts wesentlich verändert werden können. Als Folge der zunehmenden Bevölkerungszahl und Verdichtung der seelischen Atmosphäre werden die Schutzmechanismen einen immer brutaleren Charakter annehmen. Und die Menschen werden weiter von Erlösung, Bestätigung und von einem neuen Messias träumen. Aber wenn genügend Erlöser ans Holz genagelt und auf dem Markt gesteinigt worden sind, dann kommt der letzte Messias. Dann wird der Mann auftreten, der es als erster wagt, seine Seele zu entblößen und sie, lebend, dem höchsten Gedanken des Menschengeschlechts hinzugeben, der Idee des Untergangs. Ein Mann, der das Leben in seinem kosmischen Grund erfasst hat und dessen Schmerz der gesammelte Schmerz des Erdballs ist. Aber mit welchem Schrei der Raserei werden die Massen aller Länder seinen tausendfachen Tod fordern, wenn seine Stimme wie ein verhüllendes Tuch über dem Erdball zusammenschlägt und die seltsame Botschaft zum ersten Mal erklingt. Das Leben der Welten ist ein brausender Fluss, das der Erde aber nur eine Pfütze und ein totes Gewässer. Das Zeichen des Untergangs steht auf eurer Stirn geschrieben. Wie lange noch wollt ihr gegen den Stachel löken? Aber es gibt einen Sieg und eine Krone, eine Erlösung und eine Antwort. Erkennt euch selbst. Seid unfruchtbar und lasst nach euch Stille einkehren auf der Erde. Und wenn er dies gesprochen hat, werden sie sich auf ihn stürzen, die Hebammen und Schnullerfabrikanten an ihrer Spitze und ihn mit ihren Nägeln zerfleischen. Er ist der letzte Messias, der direkte Nachkomme des Bogenschützen am Wasserloch.